Het is eindelijk zover. De Eredivisie gaat beginnen. Is jouw team er klaar voor? Ik denk niet 100%. Die meisten ploegen zijn niet 100% klaar voor de eerste wedstrijd. Omdat ze oefenwedstrijden gespeeld hebben, qua fitheid weten ze niet 100% wat gebeurt. Ze hebben alle de eerste, ik zeg maar, 4, 5 wedstrijden nodig, om in de Eredivisie te komen. Und das ist auch mit uns so, vor allem auch, dass wir natürlich ein bisschen anders spielweise willen ziehen, haben und willen ziehen, logisch. Dass die Spieler sich auch erwähnen müssen an der Intensität, die wir haben, alles ein bisschen anders. Nicht besser oder schlechter dann davor, das ist wirklich deutlich sehen, anders. Und das bekämen wir dann in der ersten Wettstreit, zwischen vollen Damen sieht man das dann. Kann ja über iedereen beschikken, Sonntag. Helaas niet. Musamba heeft nog problemen. Matuta heeft nog problemen. En nog één persoon, Zwerko, heeft nog problemen. Die drie kunnen nog niet, zijn niet beschikbaar. En Hoekstra heeft ook nog met zijn schouder een beetje problemen. Maar de rest is eigenlijk van, ja, op dit moment beschikbaar. Dan heb je vorige week tegen Osasuna ben je met een basiself begonnen. Ga je met diezelfde 11 spelers beginnen tegen Volendam? We beginnen altijd met de basiself. Daar heb je gelijk in, maar ga je met dezelfde 11 spelers beginnen? Ik denk ja. Maar we hebben nog training, logisch, maar het is de richting, ja. Dan hadden jullie gistermiddag nog een meeting met supporters. Hoe zat dat in elkaar? Wat is er precies gebeurd? Ja, das fand ich fantastisch. Der Supporters, Vertegenwoordigers, danke. Von den Supporters waren hier und haben mal ausgelegt, was sie so denken über Fußball, wo sie leben und wo sie stehen vor FC Groningen. Und das war sicher interessant. Ich habe gehört, das war der erste Kehr, so deutlich, auch mit Bildern, sodass die Spieler auch das Gefühl kriegen, wie. Seien eigentlich Fans, was tun die eigentlich? Und die müssen sehr viel organisieren, vorbereiten, bezahlen vor Spantuk und so. Also das war interessant zu hören. So haben sie ein besseres Gefühl für die Fans. Und das ist belangrijk, dass Fans und Spieler altijd in Kommunikation sein. Dann wird Sonntag jouw erste offizielle Wedstrijd in Euroborg mit die Supporters. Kijk je daar naar uit? Ist das bijzonder? Natürlich ist elke Wettstreit besonders. Und ich sage dann, fuck, nö, ist eine normale Wettstreit. Aber deep in May natürlich ist es eine fantastische Situation. Ein neuer Club, neue Fans, neues Stadion, neuer Bluch, alles ist new. Der Fußball ist dasselbe. Muss ich sagen, ist dasselbe. Aber das ist sehr schnell vorbei. Ich bin dann auch in den Tunnel, bekeke, was der Tengsener tut, was wir tun und dann auch der Bluch auf dem Feld zu helfen. Aber von af nü gesehen, denke ich, spannend.